Ich meine, und das ist auch der Grund, warum ich es wirklich keinem empfehlen kann, Zeolit halt einzunehmen. Was sind Zeolite? Also, es ist so, dass es sich um bestimmte Alumosilikate handelt. Ja, das sind bestimmte Verbindungen. Es gibt 48 natürliche. Und zwar, wenn man sich die Summenformel einmal anschaut, die allgemeine, ja, dann sehen wir ganz vorne zuvor ein großes M mit einem NX. Ja, das steht für ein bestimmtes Kation. Ja, ihr wisst alle, was Kationen sind. Wenn ihr die Wasserflasche einmal umdreht, alle positiv geladenen Atome, ja. Beziehungsweise in dem Fall dann Ionen, ja. Und da gibt es sehr, sehr verschiedene, die dafür stehen können. Zum Beispiel Natrium, Magnesium, Calcium und so weiter. Ja? Zum Beispiel sind die, die auch dann Calcium, Kalium und Natrium beinhalten als vorderes Ion, was letztendlich dann ausgetauscht werden kann und dann entsprechend dann Bindungskapazitäten ausweist, nennt man dann Clinoptilolithen. Ja? Ziemlich kompliziertes Wort. Also das sind nur die, die Kalium, Natrium und Calcium beinhalten. Des Weiteren ist diese Verbindung aufgebaut aus Aluminiumdioxid und Siliziumdioxid zu einem bestimmten stöchiometrischen Verhältnis. Das heißt, das X in der Mitte zwischen diesem Aluminium und diesem Silizium, je nachdem, wie viel von jedem vorhanden ist. Und dementsprechend noch seht ihr das X und das steht für die Anzahl von Wasser, die sich an diesem Mineral in dem Sinne dann binden können. Und was heißt das jetzt alles? Es handelt sich um einen Ionenaustauscher. Wenn ich euch einfach mal frage, was ist der Unterschied zwischen destilliertem Wasser und entionisiertem Wasser, was ihr zum Beispiel so kaufen könnt, wo ja auch keine Minerale drin sind. Kennt ihr den Unterschied? Das ist ja traurig, weil es ist so, also Ionentauscher, vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Früher ist oft passiert, dass die Kessel und so weiter, die verdichtet waren, in die Luft geflogen sind, weil sich Kalk in diesem Wasser befand und durch das ständige Erhitzen, ist ja ein sehr schlechter Wärmeleiter, setzte sich der Kalk am Rand sozusagen des Kessels sozusagen ab. Die Hitze konnte nicht mehr so gut wirken, weil Kalk kein Metall beinhaltet, welches freie Elektronen zur Verfügung hat, damit die Wärme sehr gut leiten kann. Ja, jeder kennt Kalk, Calciumcarbonat. Und es ist eben dann so passiert, dass dieser Kalk sich an diesem Kessel abgesetzt hat und dann dementsprechend ist ein Stück zum Beispiel dann abgeplatzt von dem Kalk und an dieser Stelle konnte dann wieder die normale Wärme auf diesen Kessel wirken. Dadurch entstand dann sehr, sehr hoher Verdunstungsgrad. Dann ist der Kessel unter Druck geraten und so sind die Kessel dann später explodiert. Demnach hat man entgegengewirkt, indem man das Wasser entionisiert mit einem Ionentauscher. Und zwar Ionentauscher sind folgendes, ich blende hier mal ein Bild ein. Hier seht ihr zum Beispiel, meistens sind es ein Kohlenstoffgerüst, wo dann angehängt ist sozusagen ein Schwefel, Sauerstoff und dann dementsprechend ein austauschbares Kation, in dem Falle auch H+ zum Beispiel, ja, ein Wasserstoffatom. Und das ist dann zum Beispiel hier in dem Fall, glaube ich, in dem, wenn ich euch jetzt einblende, war es in dem Fall die einfach deprotonierte schweflige Säure. Wenn diese zum Beispiel dann das H+ abgibt, dann wird das Bindungselektron zwischen dem Sauerstoff und dem Wasserstoff auf das Sauerstoff übertragen. Der Sauerstoff hat eine überschüssige negative Ladung, die als Minus deklariert wird. Das Proton bzw. das Kation wird jetzt abgelöst und jetzt kann ein neues daran wieder binden. Und das ist diese Ionenaustauschfunktion, okay? Dass das H+ abgeht und andere Ionen, die sich in der Lösung befinden, dann in dem Sinne Wasser, gebunden werden und immer wieder gebunden werden und gebunden werden. Das gleiche gibt es natürlich auch noch für Anionen, ja, dementsprechend, wo zum Beispiel dann OH- abgeht, nicht H+ zum Beispiel, ja, dann können negativ geladene Teilchen gebunden werden, zum Beispiel ja auch bei dem Carbonat-Anion, das ja auch letztendlich auch zuständig ist, das Calciumcarbonat, das Kalk, ne, in dem Sinne. Da ist es dann genau andersrum. Das ist kurz zur normalen Wirkungsweise, ja. Jetzt wisst ihr schon mal, wie das ungefähr so funktioniert, ja, das ist sich um einen Ionentauscher handelt, der Ionen zur Verfügung stellt, die abgespalten werden und dann neue binden können, dementsprechend. In den meisten Studien liest man letztendlich in den ersten Sätzen schon, dass es sich um Zeolite, um eine Ionenaustauschkapazität in dem Sinne handelt. Das prüfen wir doch jetzt gleich erstmal genauer, ja. Des Weiteren habe ich noch eine sehr, sehr interessante Studie gefunden zu Zeolit, zum Beispiel Zonulin, das kennt ihr alle, ja. Das ist ein Marker sozusagen für die Darmpermeabilität, ja. Zum Beispiel auch für Makronährstoffe gerade, dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht, wie das letztendlich auch zum Leaky Gut letztendlich kommen kann, ja. Indem Makronährstoffe, das heißt die Peptide und so weiter, in die Blutbahn gelangen, der Körper greift diese an und so weiter, kann nicht mehr unterscheiden zwischen Bauchspeicheldrüse und den anderen Makronährstoffen, die durch das Leaky Gut in den Darm gelangt sind.
Es handelt sich um Regulatorprotein in dem Sinne, was ein Indiz dafür ist für Leaky Gut. Und wir haben hier eine tolle Studie gefunden, zum Beispiel dunkelgrau, die letztendlich eigentliche Gruppe und dann in dem Fall 12 Wochen gegen Placebo. Und es ist herausgefunden worden, dass nach Kapseln mit 0,3 Gramm Zeolit, in dem spreche dann ungefähr 2 Gramm Zeolit am Tag eingenommen worden ist und letztendlich sich nach 12 Wochen erhebliche Verminderung der Konzentration von Sunolin ja, entdecken ließen. Ja? Und das ist einfach eine tolle Eigenschaft in dem Sinne als Nebenprodukt. Ja? Was ist jetzt eigentlich mit der Schwermetallbindung zum Beispiel aus dem Wasser? Und hier gibt es eine sehr, sehr interessante Studie, natürlich auch kostenpflichtig. Ganz, ganz toll. Man merkt sofort dieses Level, was dann höher geht, sobald es dann kostenpflichtig wird. Und zwar haben wir hier einmal 125 Milligramm in dem Sinne. Zeolit wurde eingesetzt, aber von einer 25 Milliliter gesättigten Lösung von Ionen von bestimmten. Und letztendlich wurde beobachtet zum Beispiel von Cadmium, Kupfer, Blei und Zink. Seht ihr hier? Und diese wurden dann letztendlich untersucht in dem Sinne. Und da wurde ebenfalls nochmal auf Partikelgröße in dem Sinne unterschieden. Und zwar gibt es dann von 5 ppm, also Pikometer, bis 20 in dem Sinne. Also ppm ist immer ein Millionstel in dem Sinne Teilchen. Ja? Und die größeren, sehr, sehr interessant, wurden auch besser aufgenommen. Ja? Aber was vermerkt worden ist, dass fast 100% in dem Sinne absorbiert worden sind von diesem Zeolit. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend einfach an der Sache schon mal. Jetzt könnte man sagen, okay, herzlichen Glückwunsch, super Dingen, ich höre auf mit dem Video, wir wissen alles. Noch in einer weiteren kostenpflichtigen Studie habe ich gefunden zum Beispiel, dass Blei und Cadmium in dem Sinne auch sehr, sehr gut herausgefiltert werden. Und auch in der Conclusion steht es auch nochmal, dass es sich sehr, sehr eignet, ja. Und in der anderen Studie ebenfalls in der Conclusion sehr, sehr geeignet zu Schwermetallbindung. Ganz interessanterweise nochmal was für diese Pharma-Mafia in dem Sinne, sage ich einfach mal. Dann sage ich nicht einfach mal, es ist so. 2014 in der Studie zum Beispiel ist das Platinum-Nanopartikel, das ist alles genau das, was letztendlich bei der Chemotherapie auch eingesetzt wird, bindet ebenfalls einen sehr, sehr guten Komplex mit den Zeoliten und diese kann dann ebenfalls Schwermetalle lösen, ja, wie zum Beispiel Nickel, Barium, Kobalt und Lanthan. Ja. Erstens, Platin wird letztendlich rausgelöst, was natürlich der Körper überflutet wird in dem Sinne und vergiftet wird bei der Chemotherapie und dann noch mitnehmen andere Schwermetalle. Hervorragend, die Studie. Kein Interesse der Pharmaindustrie offensichtlich. Anscheinend gibt es aber auch Unterschiede zwischen diesen einzelnen Zeoliten. Ja, ich blende euch hier mal die ungefähre Zusammensetzung von so einem Zeolit ein. Aber gibt es da etwas bessere und etwas schlechtere? Zum Beispiel, dass die natriumhaltigen Zeolite als bester Ionenaustauscher gelten und die magnesiumhaltigen am schlechtesten. Demnach ist zum Beispiel Zeolit A, Y, Morbitin, ZSM 11 und ZSM 5 die besten Zeolite, um Metalle eben zu binden, Schwermetalle. Wo wir direkt auch schon bei den Kontraargumenten sind. Und jetzt möchte ich einmal etwas so chemisch noch hinzufügen, ja, in der ganzen Sache. Weil die meisten Leute würden jetzt denken, hey, super, das klappt, ich mache ein Video drüber, jeder soll es nehmen, alle sind wunderbar glücklich. Ist nicht ganz so. Wo wir direkt mal bei den Kontraargumenten sind, es gibt ebenfalls nicht nur eine selektiv von den abgehenden Ionen, aber auch von den aufnehmenden Ionen gibt es ebenfalls eine Selektivität, ja. Und ihr seht ja einmal hier eingeblendet, ja, die Selektivität. Und da seht ihr zum Beispiel mal erstmal ganz, ganz klar, dass HG, zum Beispiel Quecksilber, als allerletztes aufgenommen wird. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Zeolite und so weiter einnehmen wollt zur Quecksilberausleitung, wird so nicht passieren. Das Problem ist, dass natürlich auch, also Blei, Cadmium, Kobalt und Nickel und so weiter werden auch ausgeschieden. Aber zum Beispiel auch Kupfer, Zink und Chrom, die sehr, sehr wichtig sind für unseren Stoffwechsel. Das heißt, wenn wir es quasi einnehmen, dann wird das Zeolit erstmal auch die Minerale binden, die wir zum Leben natürlich brauchen. Kupfer, Zink und Chrom. Und das so lange, bis sie weg sind. Dann wird es letztendlich erstmal ja, die Selektivität auf den Quecksilber zum Beispiel leiten. Das heißt, wir binden in dem Sinne alle Minerale in einem Maße ja auch. Und auch die, die wir eben zum Leben brauchen. Wenn man sich quasi sagt, dass man das einnimmt für ein bestimmtes Schwermetall, was man ausleiten will, dann ist das eher so, wenn ihr zum Beispiel als Frau auf einer Hochzeit seid und den Brautstrauß nach hinten werft und hinter euch vielleicht so 1000 oder vielleicht Millionen, sag mal 10 Millionen Menschen stehen und darunter eure Schwester steht,
die aber nur 1,10 ist und die anderen alle 1,60. So wahrscheinlich ist das dann halt manchmal. Versteht ihr? Dass letztendlich auch genau das ausgeleitet wird, was man will. Es ist in dem Sinne keine richtige Selektivität wahrzunehmen, weil, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, es gibt keine einzige Studie jemals, also wissenschaftliche Studie auf der Welt, durchgeführt, die das in einem menschlichen Körper in vivo sozusagen belegt. Gibt es nicht. Ich habe alles abgesucht, es sind alles nur Studien, die in wässriger Lösung vorkommen, wo nur auch diese Ionen letztendlich auch drin sind und wo das Zeolith sich letztendlich nur auf diese Ionen auch konzentrieren kann und nicht abgelenkt wird von bestimmten Faktoren. Wie tausend anderen Molekülen, die ebenfalls interagieren könnten, wie zum Beispiel, haben wir auch gleich die Interaktion zum Beispiel auch mit diesem Leaky Gut und so weiter haben. Das heißt, es hat noch ganz andere Funktionen in unserem Körper und noch mit anderen Mineralen und so weiter. Das heißt, jeder, der das behauptet, dass das Schwermetalle, die man nicht haben will, ausleitet, ist in dem Sinne eine Lüge. Naja, oder vielleicht einfach nur hypothetisch. Und zwar aus dem Grund, weil das noch nie bewiesen worden ist. Es gibt sogar andere Studien, die behaupten, dass es eine mutagene bzw. eine krebsfördernde Eigenschaft darstellt. Was ich dazu heißen soll, weiß ich nicht. Ich liefere euch nur, was in den Studien sozusagen steht. Aber noch ein ganz entscheidender Punkt ist zum Beispiel, dass diese Versuche meistens bei einem pH-Wert im sauren Bereich durchgeführt worden sind. So um die 4. Und wie ihr zum Beispiel in der Studie auch seht, ist ein bemerkenswerterweise von 3,5 aufwärts eine Verschlechterung der Absorptionsrate von Zeolithen vermerkt. Wie wir aber vielleicht alle wisst, ist in unserem Darm ein pH-Wert von niedrigster Weise ganz am Anfang, natürlich nahe dem Magen, ein pH-Wert zu vermerken von 6,5. Danach steigt es an von 7 bis 7,5. Das heißt, die Absorptionsrate sinkt natürlich extrem ab im Körper, was natürlich im Labor, in einem Wassermedium in dem Falle, wo der pH-Wert letztendlich selbst bestimmt werden kann, völlig anders ist. Wenn wir uns zum Beispiel mal die größeren Metalle angucken, das heißt auch die Schwermetalle, die sind meistens ein sehr, sehr großes Atom, und wenn die dann positiv geladen sind, beziehungsweise eine Ladung aufweisen, dann ist diese Ladung auf das ganze Volumen des ganzen Atoms sehr, sehr gering. Ja? Wenn wir zum Beispiel ein kleineres Atom nehmen, zum Beispiel Beryllium, was sehr, sehr reaktiv ist, weil es sehr, sehr klein ist und dann noch eine Ladung aufweist. Das heißt, die Ladung ist pro Volumen dieses Atoms relativ hoch. Das heißt, dieses Atom ist zum Beispiel sehr viel reaktiver. Das heißt, lässt es auch darauf schließen, dass die Konkurrenz von solchen Schwermetallen, die sind nicht sehr konkurrierfähig, meiner Meinung nach. Hingegen spielt natürlich noch ein weiteres Argument, die Akutisierung, das heißt die Solvation von Wasseratomen, habe ich ebenfalls im Wasservideo erklärt, zum Beispiel ist Wasser ja ein Dipol, wisst ihr alle, wenn ihr das Chemievideo angeguckt habt, dass in dem der Sauerstoff negativ polarisiert ist, die Wasserstoffe positiv polarisiert, das heißt der Sauerstoff mit der negativen Polarisation wird sich sehr, sehr einfach an diese Kationen in dem Sinne anlagern mit dem negativen Pol und die Kationen sind ja alle positiv geladen, negativ, positiv zieht sich an. Und die Sache ist die, dass sich dann eben sehr viele Wassermoleküle in dem Sinne herum anlagern, akutisieren. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn ihr gesehen in der Schreibweise, in Klammern AQ, Klammer zu. Das ist eben das gemeint, dass diese im Wasser vorliegen und umkreist sind sozusagen von Wasser. Es ist schon richtig, dass zum Beispiel kleinere Moleküle, kleinere Atome mehr solvatisiert werden, das heißt dann größer werden. Und größere Moleküle werden weniger solvatisiert mit einer Ladung. Das ist so ein bisschen Pro und Contra in dem Sinne. Ja? Aber wir haben auch gerade gesehen, dass je größer die Partikel sind, desto besser werden sie letztendlich auch aufgenommen mit dem ppm. Das sind alles so Pro und Contra, versteht ihr? Dazu gibt es nicht wirklich was im Internet und dazu weiß auch nicht wirklich mein Professor was. Deshalb kann ich euch nur die Vor- und Nachteile sozusagen einmal kurz darstellen, habe ich gerade gemacht. Und meine eigene Meinung ist, wenn ihr meint, dass das euch hilft, dann wird euch das vielleicht schon irgendwie helfen, ja? Leider gibt es dazu keine Studien und ich denke, die Vorstellungskraft ist auch mal ganz, ganz wichtig, inwieweit man meint, dass das einem hilft, ne? Aber wenn man wirklich nur wissenschaftlich und nur wirklich danach gehen würde, was wirklich wissenschaftlich belegt ist, was wirkt und so weiter, kann ich nur von Zeolith abraten in dem Sinne, weil es dafür keine Belegung gibt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es weiter mit der Schwermetallausleitung und da werde ich weitere Mythen und so weiter aufdecken und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Rohvegan am Limit.
Einen Daumen würde ich mich sehr, sehr freuen. Das Teil würde ich mich sehr, sehr freuen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.